Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die mit der lieben Sira Komori. Hallo. Und wir haben gerade festgestellt... Au. Ich muss das nachladen. Und wir haben gerade festgestellt, dass die Zombies in unsere Bude kommen, weil die hier rüberlaufen und die Dinger halt nicht an sind. Deswegen mache ich das mal an. Wir müssen ja nur abends mal die Batterie checken. Und in 444,3 Meter da hinten ist Dings runtergefallen. Wollen wir mal dahin? Können wir gerne tun. Bevor wir anfangen, hier ich muss dann später mal in der letzten Staffel gucken, wie wir das gebaut haben, dass die dann nicht darüber gekommen sind. Weil wir hatten ja sonst auch keine hier drinnen, ne? Auch hatten wir auch im Zimmer. Ja, wir hatten einmal während dem Blutmond einen drin. Weil der drüber gesprungen war, das war. Kann man vielleicht einen Zaun dahin klatschen oder so? Ja, da, die müssen ja da hochkommen, dass die ja dann da reinlaufen und Schaden kriegen. Und nicht an jeder Ecke und jedem Ende da dagegen ballern. Wir hatten das hier seitlich gehabt, das weiß ich. Wir hatten das so zugehabt, dass sie hier nicht rein konnten. Muss da mal gucken, wie wir das gemacht hatten. Okay. Ich meine, Hauptsache es funktioniert. Man muss halt hier regelmäßig gucken, dass genug Sprit drin ist. Und dass diese Klingenfallen halt intakt sind und dann kommt da auch sonst keiner rein. So, habe ich denn alles leer, ja? Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, stimmt. Sonst wärst du jetzt wahrscheinlich schon lange tot wegen dem Abknallen. Wahrscheinlich. So, und was haben wir denn hier noch? Zum Teilen. Ich kann dir die vergrabenen Vorräte schon wieder nicht mehr mit dir teilen, hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe auch einmal echte Kerle. Ja, du konntest das teilen. Ach so, weil ich das schon... Ach, weil ich das schon abgeschlossen hatte. Ich muss das nur noch abgeben. Ich hab noch was für dich. Hm? Das Abholungsstufe 2 habe ich dir gegeben, ja? Ja, ach da. Okay, jetzt habe ich. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, haben wir übrigens Halloween. Genau. Also Happy Halloween. Nachträglich, ja. Weil jetzt Montag ist. Jetzt ist Allerheiligen. Das heißt, Feiertag für die liebe Sira, für uns nicht. Ja, ich wohne in Bayern, sie in Hessen. Ja. Deswegen habe ich einen Feiertag und sie nicht. Ich glaube, die in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern haben auch einen Feiertag. Ja, es sind tatsächlich nicht ganz so viele Bundesländer, wo wir einen Feiertag haben. Nee. Ja. Ich glaube, hauptsächlich sind es katholische. Yay! Glaube ich. Also katholisch angehauchte. Oh. Ach so, das ist schon leer. Ah, hier waren wir schon mal. Ich kenne das. Ja. Ich erkenne das. Falls übrigens mit dem Ton bei mir was nicht ganz so optimal ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe mittlerweile ein paar Filter drauf. Und ich kenne mich mit der ganzen Materie da leider null aus. Daher, Entschuldigung, wenn irgendwas nicht ganz so optimal ist. Wenn ich zu leise bin oder zu laut oder Salome zu leise oder zu laut, das tut mir leid. Genau. Bei mir ist ja alles so wie immer. Ich habe auch Filter drauf, damit man meine Stimme nicht so beschissen hört wie sonst immer. Ja, ich habe den Filter draufgeschmissen, weil bei mir das Graveyard Keeper extrem gepfiffen und gerauscht hat, das echt. Und was mir früher nie aufgefallen ist. Aber da irgendwie schon total. Und da hatte ich Salome gefragt, was kann ich dagegen tun? Und dann kam sie an, hast du irgendwelche Filter drauf? Und dann habe ich Filter drauf gemacht und dann war es weg. Upsa, Entschuldigung. Haben wir gerade das hier, was so 2 Meter noch was weiter nur entfernt ist? Ich habe 240 Meter. Ja, ja. Ja. Können wir das machen? Danach müsste ich mal zur Wüsten-Dingenskirchen. Zur Wüste? Ja. Hallo! Zum Händler in der Wüste. Oh. Jo, Mädel. Ah! Da war noch ein Erz, das da, wo ich abgeprallt bin. Geh weg da, ich will hier vorbei. So, was wolltest du jetzt nochmal mit einer Wüste? Ja, zur Wüstenhändlerin muss ich noch. Das sieht ja cool aus. Ach ja, stimmt. Will! Oh ja, stimmt. Heute hat haben die ganzen Händler ja neue Sachen. So, erst looten, dann... Erst starten. Looten, dann looten. Hallo! Und hier ruckelt's. Ja, hier hat's gerade hart gerufen. Hallo!
nichts Interessantes sein. Oh Gott, ich bin heute zu dumm zum Zielen. Yes, das. Erstmal halb. Erstmal halb tot hier. Ich will auch hier was looten. Hier ist nur leider. Stöhnt mir gerade ins Ohr. Ja, immerhin, ne? Sei froh, dass überhaupt irgendwas ins Ohr stöhnt. Ja, tu mich auch. Weißt du, sie will was looten, läuft aber an allen. Ja, was klar, weil ich da hinten in den großen Raum wollte, zu den Zombies. Ah! Ja, genau, prügel auf Sand rum, weil du nicht vorbeikommst, du Depp. Deppenzombie. Bist du eigentlich? Bist du jetzt hoch oder runtergegangen? Ich bin schon hochgegangen, ja. Der hüpft sie einfach ordentlich hoch und will, sieht einfach die Sachen, die hier noch liegen. Ja, sei doch froh, da bleibt mehr für dich. Da ist eben was kaputt gegangen. Ich finde irgendwie die ganze Zeit nur Klamotten. Ja. Ich will keine Scheißklamotten. Ganz oben oder? Nee, ich bin hier. Guck. Ja, ich hab dich gesehen. Hallo, Freunde. Das ist die Spitzhacke im Kopf hier. Ach so, hier geht's nur raus. Langweilig. Oh, Nase juckt. Geht's noch weiter hoch? Ach da. Ja. Guten Tag, die Herren oder Damen. Ich höre nur irgendwas umfallen. Oh, geil. Yeah. Auf meine Seine, ne? Wo ist er denn? Da. Komm her zu mich. Put, 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 put. Hallo. Da läuft er so gemächlich an mir vorbei, weil er dich im Visier hat. Und ich kann ihn dann schön umprügeln. Ja, ich höre. Ah! Dann kommt erstmal von hinten noch. Ja, und oben ist irgendwo ein Geier, der sich gerade irgendwo verkantet hat, ganz oben. Ja, hier ist er. Hallo. Ist er frei? Er ist free, man! Nee, ist er nicht. Und bei mir, Mann! Okay. Hä? Wo bist du denn? Da, und du ach, da oben stehst du. Nee. Hast du ein... Ach, da unten. Ah, du stehst gerade auf ihn drauf, hab ich doch gerade eben gesagt. Ich hab gerade verstanden, du musst da rauf. Nein, du stehst gerade auf ihn drauf. Was muss noch mehr geben, weil... Ja, das dachte ich mir schon. Oder warte mal, warte mal. Hm? Ich gehe mit meiner Laterne und meiner Laterne mit mir. Jetzt. Da oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Mhm. Rabimmel, rabammel, rabum. Ja. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommt man jetzt ganz hoch? Vielleicht hier. Guten Tag. Wie kommt sie jetzt da rein? Hallo? Hallo? Nein. Moment. Ich klemme. Schon besser. Jetzt geh doch mal! Kann ich denn, du Scherzkeks? Da macht mal das kaputt. Ich bin schon. Mensch, Mensch, Mensch. Und jetzt da runterspringen. Na, hau rein. Tschüss. Ich bin aber noch gesund. Okay. Achtung, ich komme. Ich glaube, der Zement hat den Sturz etwas abgefangen. Ja, glaube ich auch. Bei mir nämlich auch. Ja, und nu? Müssen wir uns rausbuddeln. So. Ja, jetzt geh doch mal mit deinen Fies da weg. Entschuldigung. Ich bin zu groß.
kann jetzt mit einem Schippenschlag kann ich jetzt das Zeug abbauen. Juhu. Yay. Wir sind fertig. Ich mach mal eben meine Torschen leer. Mach das. Ratata, 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 ratata. Oh, da ging ja noch ein Knopf, ne? Oh, wir gehen das nochmal, dass alles schneller rübergeht. Ich hab's vergessen. Diese Strichchen da, diese drei. Nein, ich meinte nicht alles, nur das, was ich nicht brauche. Das musst du dann, glaube ich, schon ein bisschen einzeln machen hier. Glaube ich. Oh, Menno. Ach, Mensch. Gluck, 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 gluck. Du hast halt gute Laune. Hä? Du hast halt gute Laune. Ja. Der ist gerade vollkommen Seemoppe. Mhm. Seemoppe. Das Seemoppelchen. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf einmal von Seemotte auf Seemoppe kam. Ich habe keine Ahnung. Naja, wie kam ich damals von Italien auf Italienien? Ja. Ups. Weil mein Problem mit der Galapagos-Inseln, ja. Mhm. Ist jetzt mal bald fertig hier? Nein. Komm mal hin. Apropos, ich habe noch zwei von den Robotikhämmern. Die Zombies wegschnicke. Ja, die müssen wir vorne hinstellen. Und eine die Vollautomatik-Auslöser-Mod. Ich glaube, die muss ich mir mal angucken. Die muss man mal gucken, wie sie funktioniert, ja. Darf ich jetzt endlich, ja? Ja. Oder Zeit hier. Kann man nur so lang brauchen. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Auslösergruppe, Vollautomatik-Mod. Kann ich das damit? Die auch nicht. Oh, ein Büchlein, das ich noch nicht gelernt habe. Ja, mei. Ich dachte. Oh, ein Stahlbrustpanzer. Oh, meiner ist aber schon besser. Das so. Hab ich mal für einen. Ich habe ihn einfach weggetan, ohne zu wissen, was ich überhaupt habe. Wow. War natürlich eine tolle Idee. Alteisenbrustpanzer auf Stufe 6. Dann guck mal, nach dem Stahl Stufe 3 hat der. Der hat übersprungen sogar eine Art. Da hat das Eisen übersprungen. Da. Rüstungsschwerrüstung. Ja, kritischer Rüstungswiderstand ist plus 2. Hm. Und alles andere minus, oder was? Nein, der Rüstungswert schwere Rüstung ist minus 1 und ansonsten ist alles gleichbleibend. Ja, wow. Ja. Ich zieh ihn trotzdem an. So, dann starte ich mal, ne? Ja. Yay! Wir stimmen so einfach durch. Und läuft an 50 Millionen Sachen vorbei. Ja, ich stürme jetzt einfach durch bis hoch in den Glockenturm und plündere einfach die Kisten und gehe wieder. Ungefähr, ja. Das Bild hat mich gestört. Das mochte ich nicht. Was fand das gerade eben? Hui! Keine Ahnung, was du meinst. Das sind die Spinte. Achso, ja, die quietschen auch so. Ach, verdammt, die haben uns gehört. Ah ja, dann lass sie doch. Ich wollte gerade anschreien. Der kommt mir gerade so rum, so. Dann zieht er mir die Hose aus hier, der junge Mann. Ich gehe schon mal hoch. Oder auch nicht. Da oben ist was, warte mal. War nicht da hinten auch noch was gewesen an der Ecke? Oh ja, stimmt. Eine Kuriertasche. Oh, ich glaube, das ist deine Kurier. Ich glaube, das ist deine Kuriertasche hier hinten. Ja. Weil für mich war da nämlich nichts drin. Wupp. Wupp, wupp. Hallo, Freunde. Klatsch, bumm, bauf. Oh, hier wird aber dunkel jetzt, ne? Irgendwo. Hier ist irgendwo meine Tasche. Da oben. Komm ich da dran? Hier ist ein Tresor jetzt. Was?
Tresor. Ja? Ich habe unten im Auto sind Dietriche. Dann geh mal schnell weg. Ah, ist das hell! Entschuldigung, ich brauche nochmal Licht. Ich habe keine andere Möglichkeit, irgendwas zu sehen. Oh, ich sehe unser Auto. Ich gehe mal eben die zwei Dietriche holen. Danke. Komme ich wieder hier hoch? Hm, wahrscheinlich nicht. Was war denn das? Ich sehe deine Taschenlampe durch die Decke durch. Ah, hell! Entschuldigung. Weg da. Ach. Na, komm schon. Nö, war nix. Müssen wir so aufprügeln. Oh, geht ja eigentlich recht fix. Naja, wir haben beide jetzt die besseren Spitzhacken. Jo. Ach, nur Munition und eine Messermod. Ja. Da. Besser als nichts, ne? Ja. Immer dem Lichtpegel folgen. Ja. Warte. Haha! Da ja umgeboxt. Ah, von hinten kommt auch noch was. Hi. Kommst du die Treppe wieder runter hier? Den habe ich umgeschossen. Und den anderen prügel ich gerade die Treppe runter. Oh, da haben wir noch eine. Was kommt da unten noch angerast? Hm? Was? Hui. Klatschbumm. Oh, da war ein Buch drin, ne? Das ist kein Problem, wie ich auch. Bin ja schon weg. Ah! Nee, ich will das. Oh, das ist aber eine. Ja, Level 1. Eiserne Feueraxt. Das Buch habe ich noch nicht. Yay! Jetzt habe ich mir das Bein gebrellt. Echt? Ja. Ein muffiger Sack. Danke. Ich mag dich auch sehr. Das ist Liebe auf den ersten Blick bei uns. Ja. Oh, da unten ist ein Bär. Yay! Fleisch! Ja, da ist er, der Bär. Hallo, Bär! Hallo, Mensch. Alter! Die arme Knarre. Wer ist hinüber? Yay, Fleisch. Ich hab mich auch mit Leuten hier so unhöflich an den Tür klopfen. Wir wollen keine Nachbarschaft. Ah. Oh, ich habe Level 50 erreicht. Glückwunsch. Yay. Und immer noch ein verletztes Bein. So sind wir fertig? Glaube, ne? Ja. Aber hier doch mal eine richtige Party gewesen, ne? Ja. Der Partybär war da. Guck mal ins Auto, da ist auch ein Rezept. Moment. Und was?
Oh, cool. Da ist ein Buch, was ich noch nicht kenne. Yep. Sollen wir vorher noch andere Dinge machen oder erst heim? Was können wir denn noch machen? Echte Kerle. Echte Kerle. Verhungernde Touristen. Da haben wir eins in 300 Meter Entfernung. Wir machen die echten Kerle noch. Weil es ist hier gerade dunkel und wir können nicht abgeben, als was soll's. Nee. Da war eine Ecke. Schon wieder eine Ecke. Ach ja, genau, ich muss ja mit der Maus lenken. Gerade gewundert, warum ich nicht um die Ecke fahre. Oh, hallo. Hui. Jetzt liegt die oben. Jetzt liegt die vorne drauf. Ja, ich na, was ist los hier? Heute habe ich es nicht so mit Kurven. Oh, warte mal. Gibt ja auch die Möglichkeit, Licht anzuschalten. Ja. Moment. Na, okay, muss ich nachladen. Ja. Da hinten liegt schon wieder eine Kiste. Siehst du da, okay. Da hinten? 174 ja. Meter. Da war bestimmt noch eine alte. Na? Jetzt aber. Haben wir es geschafft? Ja. Ja. Ja, wir haben viele, viele Kisten gar nicht gelootet, weil wir erst gar nicht hingekommen sind oder so. Ja, weil das irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Ja. Hier darfst du jetzt drücken. Viel Spaß. Okay. Ich fahre im Auto. Oh, ich habe ein Maschinengewehr Level 4. Oh, gut. Und Essen. Meinst du es nur Level 3? Du hast schon eine. Warte. Ich wollte sagen, meinst du es nur Level 3? Mehr habe ich doch recht gesagt. Das klang so wie her damit. Nö, 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 nö. So, jetzt haben wir einmal verhungernde. Hatte ich dir die schon gegeben? Ja. Ich habe verhungerte Touristen, ja. Ja, 1,2 Kilometer. Ja, hau rein. Da können wir wenigstens mal unsere Dings abarbeiten. Jupp, genau. Da liegt Rucksack. Sammle ihn ein, hau rein. Du sitzt nebendran, musst einfach nur die Eier, die Arme ausstrecken, weißt du? Ach nee, ich hab rausgebelt. Oh, Stoffschuhe, ja geil. Hat ich hab mal drücken, weißt du? Ja. Oh, da ist noch einer. Ja, ich steig jetzt mal aus. Und irgendwo habe ich einen Zombie gehört. Da ist er gewesen. Da stehst du mal auf. Nee, ich hab EP gekriegt. Oh, Hund. Wolf. Armes Hundi. Wo waren der jetzt so hier? Tut mir auch leid. Normalerweise, wie muss ich das machen? Oh. Fleisch. Sonst noch irgendwelche Hundis? Auf einmal so ein ganzes Rudel? Ich bin froh, dass es sowas nicht existiert. Ja, natürlich existiert das. Ich bin fertig. Den habe ich nicht gesehen. Willst du Auto looten? Gucken, was hier ist. Ach. Ja. Wir brauchen Sprit. Sprit, ja. Sprit. Und einmal schön den Beton knüppeln.
Grad. Tonktümpeln macht immer Spaß. Oh, da ist noch Auto. Ja, ein gelbes Schatzi, Taxi. Moment! Da ein Reifen drin. Wow. Ups. Tank mal eben unser Auto mal nach, jetzt gerade mal so. Ja, mach das. Mit dem bisschen, das wir haben. Und ich trinke mal was. Du sollst das Auto nachtanken, nicht dich. Ich wollte aber mal Sprit saufen. Oh, unser Auto braucht noch mehr. Was? Ja, ja, das hat viel Platz. Hat sehr viel Platz für Sprit. Guck mal, der Nachbar läuft hier. Hallo. Hallo, Herr Nachbar. Hat rote Augen. Ich leg mich mal hin. Und bleib. Mach ich Benzin. Alle viel zu stark. Ein Huhn. Das kannst du zum Glück dem Huhn ausweichen, ja. Das Huhn kann dem Huhn ausweichen. Das Huhn weicht sich selber aus. Wie sieht das denn bitte aus? Ständiges Rumgehopse, so total in Panik. Weißt du, oh mein Gott, ich habe mich gesehen. Ja, das Rumgehopse wie bei Diablo, wenn den Hühnern zu nahe kommen. Ja. Doink, 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 doink. So ungefähr. Ich bepiss mich da jedes Mal vor Lachen, wenn ich die sehe. Natürlich so leise innerlich, ne? Das ist ja kein Problem. Oh je, das ist im verbrannten Gebiet. Oh, Auto. Was läuft denn da? Was ist das? Ein Hase. Ein Hase. Ich hab schon gedacht, ey. Toll, ich hab einen Schraubenschluss. Ja, immerhin, ne? Ich bin überladen. Ich nicht. Ich habe gefüllte Handschuhe bekommen. Okay. Satte Handschuhe. Mhm. Hallo. Wir gehen das mal. Ein Kind ist gefragt worden im Kindergarten, ob die Stiefel auch gefüllt sind. Das Kind hat total traurig geguckt und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass man die auch füttern muss. Oh. Das ist total lieb. Oh. Denkt dran, hier können auch Minen sein, ja? Ja, gut, wir sind im Geier. Ah, und Geier. Und Bären. Scheiße. Sackgasse. Okay, wir sind am Arsch. Au, au, au. Bitte, bitte meinen Beinbruch nicht noch schlimmer machen. Ein Schienen drin, ne? Das weißt du hoffentlich, ne? Ja, ich hab noch eine Prellung, noch ist es kein Bruch. Deswegen habe ich ja gesagt, mach mir bitte meinen Bruch nicht noch schlimmer. Was ist denn da? Sag mal, wer batscht denn da die ganze Zeit gegen das Dingens hier? Das ist ein anderes Haus, aber wollen wir kurz reingehen? Meinetwegen, auch wenn wir keinen Platz mehr haben. Ah, wir haben noch Platz, passt schon noch. Aber nicht mehr viel. Ernsthaft? Ich habe auch einen Bauplan für eine Schussanlage. Geht doch. Oh, Wasser. Aua, was war das denn? Was? Das ist ein Geier! Meine Herren! Da. Blödes Vieh! Ich dachte schon warte, was war das? Ach, dann haben wir das gehört. Oh, guten Tag, die Herrschaften. Oh, ganze Menge Bücher. Bücher? Noch mehr Bücher. Hui. Oh, das habe ich sogar noch nicht mal. Warte. Lass es doch einfach drin liegen.
Ja, ich habe nicht mehr dran gedacht. Warte. Ich habe deine 2 oder deine 4 hier drüben auch drin liegen lassen. Hier drin ist noch eins. No. Das eine kann ich schon. Das ist ein Bauplan, den kann ich schon. Oh, okay. Hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Und hier geht's immer runter, ne? Ja, langsam. Ich bin hier am Dingensens. Boah, Alter, dieser Kochherd hat 6 Kochplatten. Ich will auch 6 Kochplatten haben. 6 Kochplatten? Haha! Alter, du bist das. Boah, bin ich gerade erschrocken. Ja. Haha. Oh, ich habe einen Compound-Bogen gefunden. Den haben wir auch schon gesehen. Was machst du denn da? Oh. Lebt er jetzt noch oder lebt er jetzt nicht mehr? Was? Wer? Die liegen bei mir ja, alle auf dem Boden. Ja, bei mir, der zappelt hier noch rum. Dann ist das wieder ein Anzeigefehler. Jetzt ist er weg. Ah, ich brauch was zum Essen. Ich hab hier ein Hühnchenration, muss ich jetzt mal putzen. Mach das. Oh, jetzt kommt wieder diese gruselige Musik hier. Dieser Windzug und das Ganze. Hä, geht's denn auch nach oben? Hä? Echt? Was? Wo? Ach, da ist eine Leiter, die habe ich gar nicht gesehen. Aber wo führt die hin? Ach du Geier! Mistviech. Will! Ach du Geier! Ich dachte, du hättest den schon lange abgeknallt. Nein, ich habe nicht erwischt gehabt. Was? Der Leichenbestatter. Ich glaube, Erfolg. Ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich habe eine gewisse Anzahl Zombies getötet. Möglich. Oh. Ich komme hier nicht zu weit. Stoff. Ist da hinten noch jemand? Hui, wieder unten. Ja, jetzt geht's nochmal ganz runter. Jupp. Ach, guck mal, hier habe ich was vergessen. Oh, warte, lass. Bitteschön. Dankeschön. Wenn ich gerade die Axt ausgerüstet habe. Wie die Axt im Walde. Ja, im Wald sind wir auch. Autsch. So, was haben wir hier unten? Bär wahrscheinlich. Nee, kein Bär. War kein Bär hier unten? Da ist noch ein. Aber Zombies. Ein Zombie? Hier noch weiter. Alter. Ah, das führt bestimmt jetzt in ein anderes Gebäude. So sind nämlich gerne Gebäude verbunden. Ja, tut's auch. Ja. Aber wie kommt man da hoch? Warte. So. Man muss sich doch zu helfen wissen, ne? Ja. Ach, hier ist... Oh, ich höre einen Wolf oder sowas. Hä? Was A? Huch! Ha! Hier oben, warte. Nein! Jetzt ist mein Bein wieder von 10 Sekunden auf 2 Minuten. Ach, Mann! Das ist ach, doof. Guck, jetzt sind wir hier. Nein! Verdammt! Was nein? Kein Platz mehr in der Tasche. Oh, warte, ich nehme mit. Danke. So. Der Rest ist leer. Muss wieder 2 Minuten warten, ey. Mann! Warum hast du das Maschinengewehr Stufe 4 nicht genommen? Nö. Noch nicht. Schade, jetzt wollte ich es mir nehmen. Aha. Nee, noch bin ich am Auto, noch kann ich es nehmen. Nein! Doch, kann ich.
Was war das denn gerade? Nen! Ich war kurz am Auto. Ach so. Wo ist sie denn, das Level 4-Ding? Da. Da ist sie. Was mache ich denn da weg? Da mache ich die kleine Knarre erstmal weg. Lüska. Lüska. Dafür habe ich keinen Platz mehr. So, bist du jetzt befriedigt hier mit dem Bumm? Ja. Da ist der. Warte mal. Was ist das? Ist das ein Hund? Da war ein Hund. Meine Ex kommt auch gerade. Wo war denn der Hund? Da in die Richtung. Wo wir eh fahren müssen. Aha, jetzt bin ich runtergefallen. So, da in die Richtung. Also, ich sehe. Ja, da wo du langläufst, gut. Oh, da ist noch ein Hund. Ach, da hinten. Mhm. Muss leider. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder bei 2 Minuten 30 Sekunden. Ich krieg diese Verletzung einfach nicht weg. Wir sind bei 37 Minuten. Wir ja, habe ich auch schon dranhalten. Weil ich glaube, diesmal mal nur 2 Folgen machen, damit ich da schon was futtern kann noch dazwischen. Yep. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, ne? Tschüss. Tschüss.